Hallihallo, heute mal ein Video von meinem Laptop. Und ihr seht, ist das Spiegelbild auf meinem Laptop. Ich habe Ubuntu 14.10 in einer Beta-Version hier installiert, neben meinem Linux Mint. Und während das so bootet, erzähle ich mal ein bisschen was. Ubuntu 14.10 gibt es in zwei Versionen in der Beta herunterzuladen. Einmal in der normalen Beta-Version, was mehr oder weniger einem Ubuntu 14.04 LTS entspricht, nur mit einigen Verbesserungen. Und in der Version 14.10 Next. Und diese Next-Version, die interessiert mich, weil es die eigentlich erst 2016 geben sollte. Nämlich ein Ubuntu mit Unity 8.0 bzw. mehrere, also ein Ubuntu für Phone und Tablets. Gut, den Desktop-Hintergrund habe ich schon geändert. Was mir aufgefallen ist, wir haben hier zweimal Login. Ich muss mein Passwort zweimal eingeben. Ist wie gesagt eine frühe Beta und eine separate Download-Möglichkeit hat man dafür, das herunterzuladen. Was ihr da im Spiegelbild seht, das bin ich, meine Kamera und Lucid links und mein Pinguin. Gut, das Booten dauert immer ein bisschen. Und weil ich mal ausnahmsweise Licht gemacht habe im Wohnzimmer, was ganz außergewöhnlich ist für mich, sieht man hier alles gespiegelt. So, hier auf meinem Laptop sehen wir jetzt diesen typischen Kreis, ja, diesen typischen Kreis, den man sonst von den Aktivitäten von Ubuntu Phone oder Ubuntu fürs Tablet kennt. Jetzt haben wir das auch auf einem ganz normalen PC, ne? Nämlich auf meinem Laptop. No Data Sources Available. Gut, was man hier schon machen kann, rechts rüberziehen. Hello, sagt's da. Ne? Aber in Wirklichkeit muss ich mich da nochmal einloggen. Aber man sieht, hier bin ich eigentlich schon unter Unity 8.0. Also eine Umgebung, die dann später auch mal fürs Phone, Tablet und PC sein soll, was es wie gesagt erst 2016 geben sollte. Hier schon mal zum Schnuppern, ne? Ist ja eine, wie ich immer sage, Zwischenversion. Hier kann man im Übrigen auch mit der Maus von rechts nach links rüberziehen und wären da mehrere Anwendungen geöffnet, könnte ich die durchbrowsen, durch wieder draufklicken, bin ich da wieder drauf. Was ein bisschen schwierig ist, wenn ich von rechts nach links klicke, kommt ein Launcher angeflogen. Könnt ihr den sehen? Ein Launcher. Aber der bleibt nicht immer da, wo er so soll. Ne? Der Launcher. Das braucht hier noch mehrere Versuche, zumindest mit der Maus. Ne? Ich habe jetzt im Moment kein Touchscreen zur Hand und deshalb braucht es da mehrere Versuche. Meistens, wenn es so ein bisschen dunkel wird, zumindest bei mir, dann bleibt das auch stehen und man kann da wechseln und kommt da wieder auf diesen Launcher drauf. Jetzt zum Beispiel. Ne? Jetzt ist es dunkel geworden. Was bei mir jetzt nicht so ging, ich habe eine Webcam oben auf dem Laptop, ne, eine Webcam obendrauf, die funktioniert unter Ubuntu normalerweise, ne, ist auch per USB eingesteckt, aber die Kamera, ne, das Kamera-App, was man hier in der Mitte sieht, tut irgendwie nicht. Jedenfalls kann ich jetzt mal hier demonstrieren, so geht das mit dem Durchbrowsen und man kommt auch wieder zurück zu diesem Kamera-App, das sich dahinter befindet. Und mit rechts schieben kann man es wieder aufmachen. Sehr schön. System-Settings. Systemeinstellungen haben wir auf der rechten Seite. Ich schiebe die Kamera mal ein bisschen rüber, damit ihr das besser seht. Ich hoffe, das kommt halbwegs rüber. Wie gesagt, ich habe mal ein bisschen Licht gemacht. Da das hier alles hellgrau ist, auf weißem Grund, entschuldige ich mal mich selbst für die schlechte Qualität, ging jetzt nicht anders aufzuzeichnen. About this phone kann ich zum Beispiel, ne? Das ist ein Dell Vostro und da könnte ich mir den Speicher anschauen lassen, welche Software ist drauf. Ubuntu 14.10. Ich versuche jetzt mal ein bisschen näher ranzugehen, damit ihr das erkennen könnt. Ein Momentchen. Ubuntu About this phone. Unten drunter steht der Typ des Laptops, dann Storage, also Speicher, kann ich draufklicken. Welche Software ist drauf? Ubuntu 14.10. Und ich könnte Updates machen. Dafür muss ich mich aber bei Ubuntu One anmelden, komischerweise. Oder andere Services. Developer Mode haben wir auch noch. Erscheint auf der Seite. Und man kann das Ding wieder zuklappen.
mit dem Wisch auf diesem schwarzen Strich nach drüben ist er wieder weg. So. So, und hier kann ich mich durch die bereits geöffneten Fenster durchzappen. Wir hatten das hintere Fenster, das ist dieses, zur Demonstration. Dann haben wir das mit den Einstellungen, das ist da. Und nochmal rüberwischen geht dann nicht. Man muss erst das zumachen, dann kann man da wieder rüberwischen und so weiter. Gut, hier sieht man übrigens, kann man auch sich noch weiter wischen über den Desktop, der anscheinend nicht so begrenzt ist. Sehr schön. System Settings. Last Update never. Gut, könnte ich auf Update klicken. Check for Updates. Hat bei mir so nicht funktioniert, weil die installierten Apps sich nur über ein Login, zum Beispiel über Ubuntu ran, dann aktivieren lassen. Ne? Da müsste ich mich in Ubuntu ran einloggen mit Benutzername, Passwort. Komischerweise, Ubuntu One hat eigentlich zugemacht, aber anscheinend nicht der Login. Gut, was haben wir noch? External Drives, dann zeigt er mir an, welche Platten ich habe. Das ist meine Festplatte, formatieren oder entfernen. Mehr hat es nicht. Ich möchte meine Festplatte nicht formatieren und nicht entfernen. Notizen, könnte ich Notizen machen. Oder hier an die Seite schreiben, kann ich machen. Oftmals lassen sich diese Anwendungen mit einem Wisch von unten nach oben wieder wegschieben. Dann müsst ihr mal durchprobieren. Auch hier oben kann man, ich schiebe das jetzt erstmal rüber, kann man hier oben runterwischen. Quasi das Indikator-App, was oben drüber ist. Indikator-App, Moment. Indikator-App, da oben drüber. Wenn ich unten den Rand hochwische, ist das da oben verschwunden. Klicke ich da oben drauf, ziehe es nach unten, sehe ich das Indikator-App und kann mich da durchzappen, zum Beispiel bei Audio, kann dort stumm schalten, lauter und leiser. Komme auf die Audio-Einstellungen über diesen Eintrag. Da oben kann ich mich durchzappen, Datum und Zeit, Samstag, 30. August. Wie gesagt, eine frühe Version, die uns mal einen Eindruck verschaffen soll, was wir alles so machen könnten, wenn es denn irgendwann mal kommt. Ne? Herunterfahren geht übrigens hier, herunterfahren und so weiter, wenn ihr das sucht. Unter Indikator Session findet ihr den Eintrag. Was haben wir sonst noch Schönes? Indikator Keyboard. Texteingabeeinstellungen, da muss man nochmal einstellen, dass man das vielleicht mal auf Deutsch haben möchte. Und Ähnliches. Gut, gehen wir da mal wieder zurück von dem Ding. Jetzt schauen wir mal, was könnten wir noch machen? Wir könnten mal einen Webbrowser starten. Hier oben haben wir, nicht im richtigen Zoom-Modus, kann man das erkennen, ich glaube schon. Hier oben gibt es noch die Möglichkeit, mit All auf bestimmte Kategorien zu gehen, zum Beispiel Kommunikation, da sieht man einen Webbrowser. Im Webbrowser kann man wie gewohnt benutzen, nur zoomen geht anscheinend nicht. Hier öffnet sich die zuletzt geöffnete Seite, die ich schon hatte, meine Webseite. Und wie gesagt, wenn man dann so rüber browst, sieht man, was ich schon alles auf hatte heute. Da kann man nach unten wegschieben, was man nicht mehr braucht, oder nach oben, oder kann das ein bisschen umsortieren. Und hier sehen wir zum Beispiel die Seite, wo wir zuletzt waren. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss, ich gehe jetzt auf Herunterfahren. Logout. Yes.